Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben den Bruder Jakob nachgebaut. Wir haben den Text abgetrennt von der Melodie sozusagen und mit Hilfe des Zepto die einzelnen Töne benannt. Das Ergebnis ist also das hier. Bruder Jakob, Do, Re, Mi, Do. Und das haben wir festgehalten in einer Tabelle, sodass wir das zur Verfügung haben. Do, So, Do und damit arbeiten können. Nun wollen wir die Melodie einmal umbauen. Nicht schwer zu verstehen für die Kinder. Stellen Sie sich vor, die Kinder haben ein Lego-Häuschen geschenkt bekommen mit einer Anleitung. Das Häuschen haben sie aufgebaut. Jetzt bauen sie es wieder auseinander und bauen es einfach um. Wir haben dieselben Steine zur Verfügung, nicht mehr. Und damit bauen wir jetzt was. Genau das machen wir jetzt auch. Wir sagen zum Beispiel, für die erste Zeile benutzen wir nur Do, Re, Mi. Sonst nichts. Das hilft sehr, weil es gibt so viele Töne, da verlieren sich die Kinder, da sind sie überfordert. Wenn wir das aber so beschränken, dann können wir sicher sein, dass auch Ergebnisse herauskommen. Also, das war Bruder Jakob, das kann man doch auch. Aus und die Anweisung ist, wenn es euch dann gefällt, wenn ihr denkt, das ist jetzt wirklich gut, dann schreibt es auf, das nehmen wir. Also nehmen wir mal an, diese Kinder hier hätten das jetzt herausgefunden. Mi, Mi, Re, Do, Bruder, Jakob. Ich muss Ihnen das jetzt nicht alles vorführen. Das ist klar, das dauert seine Zeit. Ah, das erste, was ich da hatte, das war doch schon ganz gut. So, Fa, Mi, schläfst du noch? Ja. Hörst du nicht die Glocke? Sache. Hörst du nicht die Glocke? Ich hatte eingangs gesagt, wir benutzen dieselben Töne wie die Melodie auch. Jetzt sehen Sie hier, da ist das Fa drin und das Kind hat das Fa. Nein, das andere. Hier ist das La drin. Da, das La. Und das Kind hat da gar kein La benutzt. Das ist okay. Mehr Töne, neue Töne, dürfen Sie nicht benutzen. Aber weniger durchaus. Also ist das okay. Und am Schluss machen wir vielleicht so, 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 ding, ding, dong. Okay, das wäre jetzt ein umgebauter Bruder Jakob. Wenn die Kinder das den anderen vortragen, dann ist ganz wichtig, die sollen das nicht vorlesen, die sollen das auch nicht auf dem Tepto vorspielen, die sollen das vorsingen. Wir wollen ja, dass sich eine Tonvorstellung entwickelt und die entwickelt sich, wenn sie singen. Also, dieses Kind hat Bruder Jakob, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocke? Ding, ding, dong. Jetzt entstehen natürlich richtig ästhetische Diskussionen. Die Melodie ist ja okay, ist auch schön. Ist die besser, schlechter, genauso gut wie das Original? Warum die schlechter sein soll, kann man nicht erkennen. Besser auch nicht. Es ist einwandfrei. Wenn man etwas
weiterdenkt, wie wir jetzt, die wird nicht als Kanon funktionieren. Okay, wahrscheinlich nicht. Es ist eben doch in einem höheren Stadium mehr dahinter, aber einfach als Melodie betrachtet, wunderbar. Und dass die Kinder jetzt durch das Spielen mit den Tönen ihre Tonvorstellung entwickeln und aufbauen, das ist, glaube ich, offensichtlich. Schauen wir uns mal an, was noch hätte passieren können. Dieses Kind hier. Es ist ja nicht verboten, immer denselben Ton zu benutzen. Das ist nicht falsch, wollen wir es mal hören. Bruder Jakob, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocke? Ding, ding, dong, ja, do, 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 mi, 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 so, 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 do. Ja, pff. Wenn der Junge oder das Mädchen sagt, also, ihr könnt kritisieren, so viel ihr wollt, mir gefällt das, ich finde das prima, prima Lösung. Können sie nicht sagen. Andere werden vielleicht sagen, naja, ist vielleicht ein bisschen langweilig, ein bisschen fantasielos, immer dieselben Töne zu benutzen. Na gut, aber okay. Eine dritte Lösung. Was hat die denn hingekriegt? Bruder Jakob, do, re, re, re. Schläfst du noch? Fa, fa, fa. Hörst du nicht die Glocke? La, la, so, so, fa, fa. Do, do, so. Das ist für uns als Lehrer jetzt offensichtlich, dieses Kind hat nach diesen Regeln nichts falsch gemacht. Aber das hat noch kein gutes Gefühl, wie soll Lieder funktionieren. Das hat nämlich gar kein Grundtongefühl. Bruder Jakob ist ja okay, aber jetzt schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocke? Ding, dong, dong, ding, dong, dong. Also, da ist die Struktur des Liedes, die sich ja auch um den Grundton herum und um den Dur-Dreiklang herum bewegt, noch nicht verinnerlicht. Das heißt für uns nicht, dass wir sagen, Zensur runter machen und sagen 4 minus oder irgendwas. Das wäre ja Unsinn. Sondern mal schauen, wie sich das Kind entwickelt. Das hat es jedenfalls noch nicht so, sagen wir mal, aufgesogen, die Struktur. Was ist mit diesem Kind? Bruder Jakob, Mi, Do, Re, Do. Fa, So, Mi, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocke? Ding, ding, dong. Das ist jetzt eine sehr musikalische Lösung. Bruder Jakob, Bruder Jakob, Bruder Jakob. Schläfst du noch, fa so? Fa so mi, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocke? So, so ma, so, so mi, do, la, so. Hörst du nicht die Glocke? Ganz schön, dass er hier vom hohen So zum tiefen geht. Hörst du nicht die Glocke? So, so, do, so, so, do. Ja, wenn wir das hören, müssen wir sagen, ein Kind, das sowas macht, hat ja nun schon sehr schön verinnerlicht,
wie so eine Melodie funktioniert. Das war also Melodie umbauen. Ich sag's nochmal, ich habe jetzt hier das ist ja klar, das ist sozusagen das Kontrollgerät für die Kinder und das gleichzeitig ihnen hilft, die Tonvorstellung zu entwickeln. Das ist also das Tepto. Sie erinnern sich, diese Tabelle, sehr hilfreich, Bruder Jakob. Stellen Sie sich mal vor, Sie kämen so weit, dass Sie sagen, das Tepto hier, das brauchen wir gar nicht, sondern Bruder Jakob, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocke? Ding, ding, dong. Dann wäre die Tonvorstellung wirklich schon ziemlich perfekt entwickelt. Aber das wird für die meisten noch ein bisschen dauern. Und deswegen sind solche Schritte, wie jetzt die Melodie umbauen, eine gute Aktivität, um eine wirklich gute innere Tonvorstellung zu entwickeln. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.